So, meine lieben Zuschauer, da sind wir wieder und zwar mitten im Bossfight gleich. Zu Beginn fängt die Folge ja schon mal gut an. So. Und ja, ich habe jetzt mal geguckt, in der letzten Aufnahme hatte ich ja irgendwie Probleme mit der Bewegung, dass die Aussetzer hatte. Und ich hoffe mal, dass es jetzt klappt. Ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Also, zurück zum Boss. Die Haupttaktik ist es eigentlich einfach, ihm so lange auf sein unteres Maul drauf zu hauen, bis er bewusstlos wird. Dadurch kommt da oben sein Gehirn zum Vorschein, auf das wir draufklopfen müssen. Und sobald wir ihm Schaden gemacht haben, kommen halt diese grünen Käfer zum Vorschein. Indem wir auch diese unbedingt so schnell wie möglich töten sollten, bevor er sie nämlich frisst. Weil wenn er sie frisst, dann heilt er sich dadurch. So. Und wir sollten aufpassen, dass wir nicht zu viel Schaden nehmen. Wow, so wie das da gerade eben. Vor seinem Feuerbeam sollten wir wegrennen. Und wenn er da seine Ansaugung macht, sollten wir eigentlich auch wegrennen. Aber ich habe ihm genug Schaden gemacht, dass ich ihn betäuben konnte, bevor er sich zu Ende gebracht hat. So. Wow, da konnten wir der Hand ausweichen. Ja. Aua. Und springen währenddessen ist nicht gut, weil sonst saugt er uns schneller an. So, eigentlich müssten wir das viermal machen, weil jeder für das dritte Mal noch schaffen oder ob ich vorher leider sterbe. Und ja. Diese blöden Viecher hinterlassen eine Schleimspur auf dem Boden, auf der man hin und her rutscht. Eigentlich sollte ich nicht so von der Giftwolke getroffen werden. Ich sollte da vorsichtiger sein. Ja. Da, ich wollte den Wirbelangriff machen. Normalerweise kann man sich nämlich gut durch die Giftwolke durchhacken. Und nie vergessen, das nicht immer zu casten. Wir haben weniger Mana verbraucht durch die Zauber, dann können wir den öfter benutzen. Und wir die da hoch. Genau. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, seine Arme hochzukommen. Ja. Erst die Käfer töten, bevor er sich mit denen heilen kann. Und wir sind schon selber wieder fast tot. Jetzt gucken, dass wir wegrennen. Aua, das war zu früh. Das war schnell weg. Oh, das war gut ausgewichen. Seinen Laser ausweichen. So, hab ich jetzt wieder betäuben. Und hier seinen Arm hoch. Und ja, eigentlich reicht es, wenn wir das viermal machen. So, diesmal müssten wir ihn aber, wenn ich nicht schwöre, besiegen. Genau.
Damit ist das aber auch das Ende der tollen Bossfight-Musik. Und wir haben unseren ersten Boss besiegt. Und damit sogar ein Level abbekommen. Und der Weg weiter ist frei. Sehr schön. Wie zur Hölle habe ich das überlebt? Das war intensiv. Und ja, wir verlassen die untersten Etagen, gehen weiter hoch. Und hier sieht man schon die erste Stelle. Hier ändert sich das Gebiet ab dieser Stelle. Jetzt sind wir nämlich im gefluteten Gefängnis. Hier können wir speichern. Und weitergehen. Und eigentlich sollten wir schon längst zurückgehen zur zurück sein am Camp. Aber nein, wir sind ja übermütig. Und gehen einfach weiter. Mit dem Spucker hier haben wir jetzt das Tor drüben geöffnet, aber erstmal gucken, was auf der Seite war. Ich wollte gerade sagen, nicht töten lassen, aber wir sind ja schon. Ah, normalerweise bewegen sie die sich ja auch so. Aber wir hatten ja gerade ein Level up, also ist das mit dem sich töten lassen doch ein bisschen schwieriger. So, jetzt müssen wir hier rüber erst einmal, weil auf der anderen Seite geht's weiter. Also im Zweifel immer in die Richtung, die Dämonentore versperren. Hier sollten wir, glaube ich, wieder einen nützlichen Gegenstand kriegen. Ich glaube, hier kriegen wir sogar den Dash. Na komm her. Die töten wir auch noch. Ist ja nicht so, als ob wir es nicht könnten. So, die SP einsammeln. Den da noch töten. So. Und ja, der hinterlässt auch so einen blöden grünen Schleim auf dem Boden. Und wir haben die Silberkette gekriegt. Und sind nun in der Lage zu dashen. Und ja, beim Dash laufen wir schneller. Was praktisch ist. Denn so können wir jetzt hier den Schalter aktivieren. Und schnell genug hier rüber und wieder rüberkommen. Den Dash brauchen wir später nämlich an der anderen Stelle, also in die andere Richtung, von der ich jetzt gerade umgedreht bin eigentlich. Haben wir nämlich viele solche Zeitsprünge, wo wir schnell sein müssen. Da kommen wir ohne den Dash nicht besonders weit. Wieder ein Level hat und noch ein paar Dämonen weg, und da ist wieder dieser komische blaue Ruß. Wir haben übrigens, das kann ich gerade mal zeigen, hier das Monsterhandbuch, und ja, man sieht, ich habe schon die meisten Sachen freigeschalten. Das, was wir hier gerade hatten, war der Ruß, der blaue. Nur als Beispiel kann man wirklich sehen, was sie alles können, die Viecher. Aber nee, weiter will ich darauf jetzt gerade nicht eingehen. Vielleicht mal in einer ruhigen Minute. Im Augenblick ist es wichtiger, Monster zu töten. Und ja, hier ist die erste Stelle, die ich meinte, wofür wir den Dash wirklich brauchen.
Da oben, wo das blaue, wo die blauen Blocks sind, ist nämlich der Schalter und hier ist die Plattform, die wir dadurch sehen. Und ohne den Dash sind wir halt nicht schnell genug. So, alles einsammeln, was hier ist. Nochmal über den Schalter rennen und hopp. Und weiter drauf fliegen. So. Oh, hier unten sind Giftblöcker. Vor den Giftwolken sollten wir uns eigentlich vorsichtiger sein. Aber das Gift ist eigentlich halb so schlimm. Und wir haben eine Kettenrüstung gekriegt. Jawohl, eine neue Rüstung. Die legen wir doch gleich mal an. Gibt 6 mehr Defense. 16 mehr Defense. Beziehungsweise 8 mehr Defense. So. Hat die noch was Besonderes? Nein. Ich glaube, im Allgemeinen haben nur die Schuhe Besonderheiten. So, alles aufsammeln. Und die Giftspucker schön ausschalten. Naja, sind wir doch nicht geworden. Aber das Gift macht nicht mal annähernd so viel Schaden. Hier oben haben wir komische Krabbendämonen, die uns mit Wasserbomben bespucken. Die sind eigentlich harmlos, weil sie ziemlich langsam sind. Die Giftspucker sind, glaube ich, das nervigste hier in dem Gebiet. Na, jetzt sind wir hier wieder runtergefallen. Es gibt, glaube ich, sogar die Möglichkeit, auf einfacheren Modis das nicht runterfallen zu aktivieren, dass wir da nicht runter, eben nicht runterfallen können. Hier können wir noch nicht lang, weil da brauchen wir erst einmal Windschuhe. Und ja, hier haben wir einen neuen Gegner, der ist ziemlich garstig. Wenn wir den nämlich oft genug hauen, wird er größer und um einiges stärker. Aber gut, erstmal geht's hier lang. Den hier töten, was uns fast tötet, aber da ist ja gleich die Statue, mit der wir uns heilen können. So, Accept Divine Blessing, ja, Rüstung verstärken. So, und speichern. So, da geht's hier weiter. So, so. Und da ist das Mädchen schon wieder. Wenn das nicht das Axtmädchen ist, ja. Wir tragen eine Axt, also passt das schon. Ah, du bist es. Wenn du hier bist, heißt das, du hast es geschafft, den Dämon, den ich beschworen habe, zu besiegen. Warte eine Sekunde. Das bedeutet auch, dass du Velagander besiegt hast. Was ist ein Velagander? Ja, das war der große Boss, den wir gerade getötet haben. Du weißt, die große rote Kreatur? Ja, er hat mir ziemlich viel Ärger beschert, aber ich hab's geschafft. Hm. Ich denke, Kishgal hatte recht über dich. Du bist sehr gut für einen Trottel. Würdest du bitte aufhören, mich so zu nennen? Mein Name ist... was? Ich habe deinen Namen schon längst vergessen. Und solange ich nicht denke, dass du meine Zeit wert bist, kümmert es mich
kompletten Dreck. Spar dir die Vorstellung für nach unserem Fight. Wenn du es schaffst, mich zu besiegen, dann kannst du mir sagen, wer du bist. Ja, und ich würde sagen, bevor wir jetzt in den Fight mit diesem Mädchen einsteigen, mache ich erstmal wieder einen Cut. Ein Bossfight für eine Folge reicht. Also bis gleich.